Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Videoformat von mir. Ich dachte, ich probiere es mal aus und wenn es euch gefällt, behalte ich dieses Videoformat einfach bei. Ich nenne das Videoformat einfach Closet Talk. Also wie ihr seht, sitze ich hier in meinem begehbaren Kleiderschrank und ich werde einfach euch von einem Thema berichten, meine Erfahrungen darüber berichten. Und ja, vielleicht können wir uns dann in den Kommentaren so ein bisschen austauschen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und genau, auf die Idee bin ich eigentlich über Instagram gekommen, da ich da immer wieder ein paar Anfragen kriege, ob ich das Thema nicht ein bisschen detaillierter erzählen könnte. Und ein Post kam sehr gut an und das war ein Post zum positiven Denken. Da habe ich so ein Kurzformat erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Und jetzt würde ich das Ganze gerne ein bisschen ausführlicher erzählen in diesem Video und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Der Hintergrund stört euch jetzt nicht, weil da hinten sieht alles so ein bisschen düster aus. Also ich habe hier jetzt auch noch keinen Hintergrund eingerichtet, aber falls das Format gut ankommt, werde ich das auf jeden Fall auch noch tun. Ich nutze jetzt die kleine Mittagspause und das Tageslicht draußen, um mit euch über das Thema positiv denken zu sprechen. Ich muss sagen, ich war früher nie so dieses aufgeschlossene, freudestrahlende Kind, was über das ganze Gesicht schon gestrahlt hat, wenn man es angeguckt hat. Sondern ich war wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend, brauchte wirklich lange, bis ich warm werde. Und wenn ich jetzt meinen Mund schließe, könnt ihr es sehen. Ich habe Mundwinkel, die von Natur aus einfach nach unten gehen. Und wenn man dann nicht lächelt, sieht man dann gleich traurig, arrogant oder ja, neutral aus. Und als Kind habe ich wirklich nicht viel gelacht. Also jetzt nicht, also vor fremden Personen. Ich sag mal, so in der Familie hatte ich immer Spaß und habe unglaublich viel gelacht. Aber als außenstehende Person, wenn man dieses Kind nicht kennt, war ich jetzt nicht dieses typische freudestrahlende, extrovertierte Kind, was auf alle zugeht und total freudig ist. Und in der Pubertät, muss ich sagen, war es dann so, dass ich schon ziemliche Komplexe hatte. Also ich denke mal, jeder kennt das. Ja, beziehungsweise auf jeden Fall jede Frau. Ich weiß nicht, wie die Männer durch die Pubertät gehen, aber als Frau macht man sich, beziehungsweise als Mädchen hat man schon ziemlich starke Probleme mit der Veränderung des Körpers. Und wenn man dann auch noch Freundinnen hat, die einem negativ reinreden, ich sag mal so, Mädels nehmen ab einem gewissen Alter auch einfach zu, werden fraulicher. Das war bei mir auch so. Ich war immer super, 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 super spargelig. Und dann habe ich angefangen zuzunehmen und hatte tatsächlich eine beste Freundin, die mir doch eingeredet hat, dass ich ja, hier und da doch zu viel hätte und dass wir doch zusammen Diät machen müssten. Und genau. Und sowas prägt sich schon ein. Ja, und ich würde sagen, ich habe mir immer Gedanken über mein Gewicht gemacht, obwohl ich immer schlank war. Also ich war, glaube ich, wo ich 19 war, hatte ich so eine pummelige Phase, aber es war noch nicht mehr wirklich pummelig, sondern ich war einfach ein bisschen popper. Also ich hatte vollere Oberschenkel, hatte ein volleres Gesicht, aber es war noch weit entfernt vom pummelig, aber für mich war es dann schon pummelig. Und ja, man fühlt sich dann auch einfach nicht so wohl in seinem Körper und strahlt das dann auch nicht so aus. Und ich finde, wenn man diese Positivität nach außen strahlt, dann merken das die Leute auch. Und ja, das war so die Kurzfassung. Also ich würde sagen, ich hatte jetzt keine schlimme Teenagerzeit, aber es war jetzt auch keine schöne. Einfach, wenn man sich selber immer so viel einreden lassen hat und ja, das Negative an sich rankommen lassen hat. Ich glaube, es ist normal in der Teenagerzeit. Also ich kenne es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne es halt nur von mir. Würde mich ja interessieren, wie es bei euch war. Also wie war eure Teenagerzeit? So, hattet ihr eine leichte Zeit? Wurdet ihr vielleicht sogar gemobbt? Also das hatte ich zum Glück nicht. Ich war so ein stiller Mitläufer. Also ich habe nie wirklich viel gesagt, aber ich war immer froh, wenn ich mitlaufen kann und wenn ich selbst nicht gemobbt wurde. Hört sich schlimm an, aber ja, deswegen sag ich mal, ist man auch einfach immer mitgelaufen und hat das gemacht, was die anderen auch machen, damit die einen auf jeden Fall auch mögen und damit man nicht gemobbt wird, ne? Aber so wirklich die Persönlichkeit entfalten und das tun, worauf man wirklich Lust hat, das kam bei mir erst später. Und zwar, glaube ich, erst so mit Anfang 20, nachdem ich dann meine Ausbildung absolviert habe als Sport- und Fitnesskauffrau. Das waren wirklich keine Herrenjahre. Das war ein Drillinstruktor,
es war echt nicht schön und ich würde sagen, dass es meinem Selbstbewusstsein schon ziemlich, ziemlich geschadet hat. Also das ist dadurch noch kleiner geworden und danach habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr im Fitnessstudio arbeiten, weil ich möchte nicht Tag und Nacht arbeiten, morgens, abends, mittags und am Wochenende und an den Feiertagen und habe mir dann einen Bürojob gesucht. Und in dem Bürojob habe ich mich wohler gefühlt. Allerdings war das ein sehr, sehr kleines Team. Wir haben sehr eng miteinander gearbeitet. Und da hatte ich eine Kollegin, die war damals, glaube ich, auch einfach schon 30. Und ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es Eifersucht war oder ob sie gerne auch wieder so jung gewesen wäre wie ich. Man hat einfach gemerkt, dass sie mir speziell Sachen verheimlicht hat, dass ich nicht so in dem Thema drin bin wie sie. Und ja, den einen Chef mochte ich auch nicht so gerne. Der hat sich da mal einen Witz draus gemacht, dass ich schnell rot wurde. Und ich war Anfang 20, Leute. Also da wird man nun mal schnell rot. Vor allen Dingen auch, wenn man nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hat. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, die Firma zu verlassen. Habe einen neuen Job angefangen in einer Spedition. Und saß vorne am Empfang. Und habe das Sekretariat sozusagen geleitet, beziehungsweise habe mich um das Sekretariat dort gekümmert. Und ich würde sagen, Leute lassen sich auch vom Optischen sehr gerne täuschen. Und da hatte ich einfach das Problem, dass ich glaube, dass ich als arrogant da stand. Und weil ich mich halt schon geschminkt habe zur Arbeit. Ich lief da mit hohen Schuhen rum. Aber für mich war das halt ein Bürojob. Und wo soll ich denn dann sonst hohe Schuhe anziehen? Also im Fitnessstudio natürlich nicht. Und ja, das habe ich ein Jahr lang gemacht. Habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt. Dann haben wir den Vertrag auslaufen lassen und ich dachte mir, ich muss wieder zurück in die Fitnessbranche. War dann in der Fitnessbranche, habe dann aber wieder gemerkt, dass dieses jeden Tag um jede Uhrzeit arbeiten, ich habe in 3 verschiedenen Fitnessstudien gearbeitet und dann noch im Büro und dass das nichts für mich ist. Und da hat sich bei mir auch schon so das erste Mal, also ich wusste schon immer, dass ich Kinder haben möchte, aber da war das erste Mal, wo ich wirklich gespürt habe, ich hätte jetzt gerne eigentlich schon Kinder und mit Kindern ist so ein Job natürlich sehr schwer zu managen. Also ist machbar, aber ich hätte dann schon gerne einfach einen Bürojob, wo ich nur vormittags am Arbeiten bin und dann mittags Zeit mit den Kindern verbringen kann. Also habe ich mich dazu entschlossen, auch eine Umschulung zu machen, zur Industriekauffrau und bin da in die Firma eingestiegen, war auch sehr, sehr zurückhaltend, weil ich durch meine vorherigen Erfahrungen bei den Arbeitgebern festgestellt habe, wenn ich mich jetzt zurecht mache zur Arbeit und so, stößt das anderen wirklich bitter auf. Auch wenn das mein Typ ist, wenn mich das ausmacht, aber ich habe mich dann weniger geschminkt, bin dann wirklich nur noch in Turnschuhen rumgerannt und ich war dann da ja auch die Auszubildende, also ein ganz anderer Status. Das war sehr anstrengend, besonders die ersten 3 Monate. Ich dachte, ich schmeiß hin, weil ich in eine Berufsschule wieder gehen musste. Und die Mitschüler, ich war damals 23, beziehungsweise bin ich dann auch 3 Monate später 24 geworden. Und die Mitschüler waren alle ja so 20, 21. Dann gab es, die Jüngste war 16 oder 17. Und der Älteste war dann, glaube ich, ein Jahr jünger als ich. 23 oder vielleicht 22, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat man gemerkt, ja, dass ich vorher auf jeden Fall auch gegoogelt wurde. Und ich habe ja meinen Blog seit 2011. Und wenn man dann meinen Mädchennamen, damals hatte ich noch meinen Mädchennamen, wenn man den googelt, findet man den Blog. Und ja, da haben sich die Leute natürlich das Maul zerrissen. Ich habe in der Schule wirklich modische Sachen angezogen, halt so Blogger-like-Sachen. Und das kam da halt nicht so gut an, weil ich mich nicht einfach der Mehrheit angepasst habe. So wie ich das zum Beispiel in der Firma getan habe, einfach um niemand negativ aufzufallen, was total lächerlich ist, weil es wirklich, das sind ja nur die Oberflächlichkeiten. Ich muss sagen, als ich in der Ausbildung war, haben wir geheiratet in Las Vegas. Haben das eine Woche vorher entschieden, ganz spontan. Ein Jahr später haben wir dann kirchlich geheiratet und haben dann in der Zeit, wo wir eigentlich voll in den Hochzeitsplanungen, Vorbereitungen waren, über eBay Kleinanzeigen uns nochmal ein Haus angeschaut. Wir hatten schon länger keins mehr angeschaut. Ich habe gesagt, komm, wir fahren da mal eben hin, das wird sowieso nichts sein. Und dann sind wir hingefahren und es war wirklich unser Traumhaus und es war so unreal, unwirklich. Und wir hatten dann natürlich auch noch Mitbieter, Mitkonkurrenten, denen das Haus auch alle gefallen hat. Die wollten das auch alle haben. Die Besitzer waren uns aber sehr sympathisch und wir denen auch. Und dann habe ich nochmal meine Eltern mit eingeladen, dass sie da auch nochmal vorbeikommen. Und ja, dann ging es eigentlich nur noch
um zwei Parteien, die das Haus kaufen wollten. Und ja, die anderen, die vermutlich mehr geboten haben als wir, haben den Kredit nicht bekommen, weil die Frau in der Elternzeit war. Ja, mein Glück, also dass ich noch Vollzeit gearbeitet habe, sonst hätten wir den Kredit in der Höhe vermutlich auch nicht bekommen. Und ja, das war schon so der erste Schicksalsschlag, wo ich mir dachte, ich glaube, das positive Denken bringt etwas. Denn in der Ausbildung habe ich einfach gemerkt, wie doof und kacke ich alles fand und gar keinen Bock mehr hatte auf das Leben. Also nicht auf das Leben generell, sondern so auf das, was ich gerade mache. Dann habe ich das Buch The Secret gelesen. Also man muss es jetzt nicht lesen, aber ich fand es so toll und habe versucht, wirklich die Macht der Gedanken für mich zu nutzen. Ich habe immer wieder visualisiert, ich gehe in dieses Haus rein und der Flur ist groß, offen und hell. Und als wir uns dieses Haus angeschaut haben, was wir bei eBay Kleinanzeigen gefunden haben, bin ich reingegangen und der Flur war groß und hell. Und das, also ich vom Gefühl her, ich hatte genau das Gefühl, was ich in meinen Gedanken hatte. Ich habe ständig visualisiert, wir werden ein Haus kaufen, wir werden in einem Haus wohnen. Und dann haben wir tatsächlich dieses Haus gefunden. Wir konnten aber allerdings nicht sofort einziehen, weil die Eigentümer erstmal bauen wollten. Wir haben das aber ganze notariell festgehalten, dass wir das Haus schon kaufen und die quasi als Mieter noch drin wohnen bleiben. Und dann haben wir kirchlich geheiratet und das war auch einfach wunderschön. Und ja, dann gab es einen Zeitpunkt, wo man dann mit der Kinderplanung begonnen hat, weil es dann finanziell gepasst hat. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es sofort klappt. Ich habe so ein Jahr ungefähr einkalkuliert, weil man hört ja immer wieder, dass es nicht sofort klappt. Vor allen Dingen nicht, wenn man es möchte. Und dann hat es tatsächlich sofort geklappt und ich war so, so überglücklich. Und ich war diese ganze gesamte Schwangerschaft so unfassbar glücklich. Mir hat die Sonne aus dem Hintern gestrahlt und ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich war so voller positiver Energie und ja, seitdem wir dieses Haus gekauft haben, war das für mich so wirklich so ein Klicken im Kopf, dass mein positives Denken tatsächlich etwas bringt. Also das positive Denken habe ich während der Ausbildung bzw. während der Umschulung, die ich gemacht habe, mir angeeignet, damit ich diese schwere Phase, also damit ich halt die Umschulung noch mache, denn ich habe im Fitnessstudio noch nebenbei gearbeitet auf 450 Euro, damit wir halt über die Runden kommen, weil ein Azubi-Gehalt ist jetzt natürlich nicht die Welt. Und trotzdem wollten wir natürlich noch viel Geld zur Seite legen, um uns dann unser Traumhaus zu leisten. Ja, und das war so meine Erfahrung, die erste Erfahrung, die ich gemacht habe mit positivem Denken. Und seitdem, seit der Schwangerschaft, seitdem mein Sohn da ist, werde ich wirklich von Tag zu Tag positiver und sehe auch in den schlechten Dingen das Gute. Also da kann ich zum Beispiel jetzt vom zweiten Kinderwunsch berichten. Der war schon sehr früh da nach der Geburt von meinem ersten Sohn. Und zwar klar, wir wollten einen kleinen Altersabstand haben, da wir vermutlich nur zwei Kinder haben werden und ja, damit die halt zusammen aufwachsen. Ich fand das ganz schön. Denn mein Bruder und ich haben einen Altersunterschied von 6 Jahren, das fand ich dann halt so viel. Und ja, dann haben wir quasi gestartet und ich wusste sofort, das wird sofort klappen. Es hat dann quasi auch geklappt, aber es hat sich jetzt nicht weiterentwickelt. Deswegen ja, war es quasi ein natürlicher Abgang. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber war halt so, ich habe es hingenommen, war natürlich total traurig drüber und dann brauchten wir noch 4 weitere Übungszyklen, so nennt man das. Und im 5. Übungszyklus hat es dann tatsächlich wieder geklappt. Und ich habe da gesagt, meistens ist ja so, wenn man sich nicht mehr zu sehr darauf fokussiert, dann klappt es. Und ich wusste, dass wenn ich aufhöre, mich darauf zu fokussieren, wird es klappen. Also total bekloppt, aber dann habe ich mich damit beschäftigt, wieder in meinen Job einzusteigen, denn ich hatte ja nur 2 Jahre Elternzeit eingereicht und ja, habe mich mit den finanziellen Dingen auseinandergesetzt und ja, dann hat sofort geklappt und ich wusste es schon vor dem Schwangerschaftstest, also ich kann es gar nicht genau sagen, warum ich es wusste und das war halt so ein tolles Gefühl und ich habe aber noch lange überlegt, warum es denn jetzt erst so spät geklappt hat. Also, was heißt spät? Es war noch relativ früh. Manche probieren jahrelang und bekommen kein Kind. Ja, und ich bin ja momentan jetzt schwanger, im 9. Monat noch, genau.
Und das Babylein kommt ja auch bald, aber wäre das Kind jetzt im März gekommen, es wäre ein sehr, sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt gewesen. Deswegen sehe ich darin wieder nur das Positive, denn das hätten wir als Familie nicht geschafft in diesem Monat. Auf jeden Fall hat sich da wieder alles so zum Positiven gewandelt und ja, also auch die negativen Dinge haben quasi einen Grund im Leben, warum sie passieren und man muss einfach versuchen, aus diesen negativen Dingen auch etwas Positives rauszuziehen. Es gibt natürlich sehr, sehr schlimme Dinge, ja, wie ich finde, zum Beispiel Tod oder Krankheit. Da ist es sehr, 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 sehr schwer, das Positive zu sehen, aber positive Energie zieht andere positive Energie an. Also es klingt echt bekloppt, aber mir hilft es. Und seitdem ich so lebe, ist mein Leben einfach viel schöner. Also ich kann euch noch nicht mal genau sagen, woran es liegt, aber ich freue mich, dass ich aufwache, dass ich gesund bin. Ich freue mich, dass ich von meinem Sohn geweckt werde um 6 Uhr morgens, obwohl ich gerne bis 8, 9 Uhr schlafen würde. Aber ich freue mich da einfach drüber, dass der neue Tag startet, dass wir das haben, was wir haben und bin super, 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 super dankbar dafür. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, Dankbarkeit. Man sollte dankbar sein für das, was man hat und sich nicht darauf fokussieren, was man nicht hat. Also man kann es visualisieren, man kann sich vorstellen, ach, wie schön wäre es, wenn ich das habe. Aber nicht negativ dran denken, oh, das habe ich nicht, dies habe ich nicht und das klappt auch nicht und das ist ja auch doof. Sondern wirklich sich nur auf die Dinge fokussieren, die man hat, um dann diese positive Energie quasi zu vermehren. Also es ist ja genauso wie wenn man außer Haustür geht und dann trifft man jemanden auf der Straße, der guckt zur Seite und wenn man ihm Hallo sagt, grummelt und und wenn man aber demselben Menschen begegnet an einem anderen Tag und man ihn freudestrahlend mit Hallo begrüßt und er einen zurück anstrahlt und auch Hallo sagt, ne, voller positiver Energie, dann vermehrt sich die Energie. Also das gibt einem ein viel, 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 viel besseres Gefühl. Und das will ich euch eigentlich nur sagen, man kann es nicht richtig beschreiben, aber wenn man mit einem positiven Mensch oder mit einem glücklichen Menschen spricht, dann überträgt sich diese positive Energie auf einen selber. Also ich habe mich auch von einigen Freundschaften ja nicht verabschiedet, aber ich habe sie im Sand verlaufen lassen. Ich war immer diejenige, die hinterhergerannt ist, wollen wir uns nicht mehr treffen, wollen wir nicht wieder was machen. Wir haben uns ja schon so lange nicht gesehen und ich war so unglaublich traurig in den Augenblicken. Ich war so unglaublich traurig, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben, dass es so ist, wie es ist. Und irgendwann habe ich es einfach akzeptiert und habe gesagt, gut, wenn die keine Lust haben, dann ist das halt so. Dann trennen sich unsere Wege. Und seitdem es sind so ein paar positive Menschen in mein Leben gekommen, sind positive Freundschaften entstanden. Und alles hat so seinen Grund und man sollte sich von negativen Dingen einfach trennen. Ich weiß, dass einem die Sonne nicht immer aus dem Hintern strahlt. Ist bei mir genauso. Ja, bin ich müde, dann habe ich die ganze Nacht nicht gepennt und alles doof. Und kennt ihr das, wenn an einem Tag etwas doof läuft und man denkt, oh, heute läuft alles schief, dann läuft auch alles schief, wenn man sich darauf konzentriert, dass alles schief laufen wird. Auch wenn es vielleicht nur 2 Kleinigkeiten hintereinander waren. Aber wenn man dann denkt, ach Mensch, jetzt sind mir diese 2 Fauxpas passiert, ja, ist so, aber der Tag, der wird heute noch gut, dann wird er auch gut. Also man muss sich halt drauf einlassen können, man muss seine Gedanken in die andere Richtung steuern können. Es können manche Menschen besser, manche weniger, manche können es zum Beispiel gar nicht. Und daran muss man einfach versuchen zu arbeiten. Denn wenn man seine Gedanken steuern kann, kann man das Negative in seinem Leben ein bisschen besser ausblenden. Und das Leben wird dadurch einfach positiver. Und ich hatte euch ja am Anfang gesagt, dass ich mit 25 gerne schon 2 Kinder gehabt hätte, in unserem Haus gewohnt hätte und verheiratet bin. Ja, ich habe dann mit 27 meinen Sohn bekommen, war verheiratet, habe in unserem Haus gewohnt. Dafür habe ich aber auch noch die halbe Welt bereist. Also wir waren ja schon an etlichen Orten. Portugal, Spanien, in Amerika waren wir ein paar Mal. Wir haben unsere Flitterwochen auf den Seychellen verbracht. New York, Miami, Abu Dhabi, Dubai. Und wir haben einfach, also ich würde sagen, unsere Beziehung hat sich dadurch, dass wir so eine lange Zweisamkeit hatten, viel, viel mehr gefestigt, als wenn wir nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren schon ein Kind bekommen hätten.
Also man hat eine ganz andere Verbundenheit, was sich einfach mit den Jahren entwickelt. Und ich sehe darin wirklich nur das Positive. Ich wollte immer Jungmama werden, das war mir total wichtig. Und jetzt werde ich mit 29 das zweite Mal Mama. Es ist jetzt halt so ein Durchschnittsalter. Aber ganz ehrlich, das ist mir so egal, denn dafür habe ich einfach das Leben gelebt, was ich bis jetzt gelebt habe und bin so, so dankbar dafür, denn das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, ich habe jetzt unglaublich viel gebrabbelt, habe eigentlich nur so meine Story erzählt und ich bin einfach fürs positive Denken. Dadurch wird das Leben einfach einfacher, also man hat mehr Spaß am Leben und genießt auch die kleinen Dinge. Wenn man einfach nicht wertschätzt, was man hat, dann ist man einfach ständig unglücklich, weil der Fokus immer auf anderen Dingen liegt, die man einfach nicht hat. Ja, ich könnte hier so stundenlang weiterreden, tue ich jetzt aber nicht. Das Buch The Secret fand ich wirklich gut. Wir haben den Film auch geguckt, aber den fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Das Buch fand ich gut, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja, man kann sich quasi alles wünschen vom Universum und bekommt es. Vielleicht klappt es bei manchen Menschen, bei mir hat es größtenteils auch geklappt, ja. Aber es ist wirklich schwer, seine Gedanken zu fokussieren und zu konzentrieren. Und ja, das war jetzt mein Closet-Talk, mein erster Closet-Talk. Ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Aber das könnt ihr mir ganz gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denn noch weitere Videoformate dieser Art sehen möchtet. Und wenn ja, welche Themenwünsche ihr da habt, worüber soll ich euch ein bisschen was erzählen. Und das sind halt wirklich nur so meine Erfahrungen, was ich in meinem Leben mit positiver Energie schon bewirken konnte. Ist bei jedem Menschen natürlich anders und jeder hat auch eine andere Ansicht. Also schreibt mir eure Ansicht auch gerne in die Kommentare, ob ihr auch so positive Menschen seid oder ob ihr sagt, alles Quatsch, alles Humbug, man kann danach nicht leben. Das würde mich ja wirklich interessieren. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie euch das neue Format Closet Talk gefällt und freue mich, wenn ihr in meinem nächsten Video wieder einschaltet. Bis dann, ciao!